So, meine Lieben, willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Black Flag oder auch Teil 4. Wir sind in der Nähe des Forts, das wir neulich noch erobert haben. Und ich wollte eigentlich mit euch zum nächsten Punkt, hab aber gedacht, ich mache ein bisschen offscreen weiter. Und zwar so weit, dass wir die Insel, die ein bisschen weiter südlich ist, nämlich da, komplett noch erobert haben bzw. erkundet haben. Wir haben alle Animus-Datenfragmente, alle Geheimnisse, alle Truhen und den Aussichtspunkt und die Ocelots da habe ich auch schon mal ausgerottet. Hier müssen wir als nächstes hin. Ich wollte eigentlich noch vielleicht die ein oder andere Insel mehr machen, hat sich aber leider nicht ergeben, weil wir nicht raus durften. Schnellreise ist deswegen auch nicht möglich. Wir können es gleich nochmal probieren. Schnellreise, da, nicht verfügbar. Und das Ganze abzusegeln, da habe ich jetzt keine Lust drauf gehabt. Absolut nicht. 15 Schiffe habe ich gekapert. Und bei dem Kapern dieser 15 Schiffe ist mir natürlich dann auch untergekommen, dass wir die ja in unsere Flotte aufnehmen können. Ja, alle jubeln sie, dass wir da sind. Natürlich werde ich sie in unsere Flotte demnächst auch aufnehmen. Allein schon, weil wenn ich jetzt zur Flotte gehe, kommen so eine Nachrichten wie: Ja, ich kann es zu meiner Flotte hinzufügen oder in 315 Edelsteine abwracken. Ich brauche die Falcon Blanco Major nicht. Wir haben noch ganz viele andere Schiffe. Wenn er möchte, ich da die legendären Schiffe haben, von denen ja so viel erzählt wird. Also, abwracken und schon haben wir 939 Edelsteine insgesamt. Wenn ich jetzt also die ganzen einzelnen Schiffe habe, kann ich sie ganz in Ruhe reparieren, ohne mir Angst zu machen. Wo kriege ich neue Edelsteine her? Wir haben jetzt auf jeden Fall genug. Die Schiffe sind alle noch unterwegs. Ich habe sie diesmal in Gebiete geschickt, die nicht ganz so einfach sind. Und die auch dementsprechend 10 Stunden dauern oder so. Und was kriegt man dafür? 2000 Reales. Nicht besonders viel, aber da müssen wir durch. Als Lurch. Ich würde gern... Alle Schiffe sind unterwegs, ne? Scheint so. Tatsache, sind alle unterwegs. Gut, dann können wir nichts weiter machen. Dann gehe ich wieder an Deck und wir bemühen uns, unseren nächsten Auftrag einigermaßen gut hinzukriegen. Bei dem Erobern ist natürlich auch ganz viel Metall abgefallen, ganz viel Holz und die Reales, die wir sowieso noch hatten, das habe ich denn in einen stärkeren Rumpf integriert. Und jetzt schaut es euch an, wir haben insgesamt fast 4 Zeichen pro Dreiersprung. Das bedeutet, es dauert extrem lange für die anderen Schiffe, uns zu versenken oder uns überhaupt einen dieser Kästchen wegzunehmen. Und sollte eins davon fallen, mein Gott, dann erobern wir ein Schiff und reparieren uns damit wieder. Und wenn es nur so eine kleine Schnecke ist hier. Schnigge. Ach nee, erinnert mich an Patrizia 4. Damals noch Patrizia 2. Gab es dann auch die Kogge, die Schnigge, glaube ich, hieß die auch. Den Hauk. Oder den Holk. Holk hieß der. Holk. So, noch ein neues Crewmitglied. Hat aber nicht gezählt, weil wir eigentlich schon voll sind. Ja, auch beim Erobern kann man dann noch 5 Crewmitglieder dazu bekommen pro großes Schiff und so weiter und so fort. Also man hat eigentlich überhaupt keine Probleme, wenn man erstmal weiß, wie es funktioniert. Jetzt mit dem stärkeren Rumpf haben wir dann auch eine Möglichkeit, mal gegen ein großes Schiff zu kämpfen. Aber ich würde trotzdem noch damit warten, bis wir die nächste Stufe haben. So, wir sollten jetzt in das Gebiet. Ich kenne den Auftrag nicht mehr ganz genau. Die ganzen einzelnen Inseln lasse ich so sein. Und jetzt ist die Frage, britische Schiffe ausfindig machen, den Sturm überstehen. Ach so, hier ist der Sturm unterwegs und da hinten sind die Schiffe. Das da hinten sollen wir versenken. Das ist ein Kriegsschiff, Sir! Wo denn? Ach da. Hackbar, Captain! Der Trepp! Mars- und Torfsegel bergen! Treffen, Männer! Rahmsegel einholen! Ich glaube, die müssen wir alle versenken. Ja, dunkler Himmel und Feuer! Ja! Das war ein guter Treffer. Sind bereit, Sir! Ein Wrack mehr! Runter auf den Grund! Alles setzen und scharf zum Wind ausrichten! Feuer! Fast fertig! Fast fertig? Die muss schneller fertig werden, Leute. Sonst haben wir gleich ein Problem hier mit denen. Feuer! Man kann sie uns nicht rammen.
Ja, die können uns auch so nicht rammen. Da sind wir viel zu gut dran vorbei. So ist das gut. Oh shit. Einmal drumherum. Ach, immer die Wellen dazwischen hier. Sie wollen uns rammen. Und das schaffen sie auch. Aber es hat nicht ganz so viel Schaden gemacht wie sonst. Die werden nicht dazu kommen, uns zu rammen. Sind bereit, Sir. Feuer! Achtung, Edward. Feindliches Feuer! Feuer! Wir haben zwei Zähne, Captain. Englisch an. Feuer! So, manövrierunfähig. Da kommt nichts mehr. Aber ich glaube, ich soll euch versenken, ne? Und es ist ja sowieso Unsinn, euch zu behalten. Legt ihr Minen in den Weg, wenn sie uns rammen will. Da, nur ein gut platzierter Schuss. Bereit zu feuern, Sir. Feuer! Nur ein gut platzierter Schuss ist immer einfacher gesagt als getan. Feuer! Feuer! Oh, 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 oh. Gehst du weg? Autsch. Okay, ein Bereich ist weg. Der muss neu aufgebaut werden. Oh, schöner Treffer, schöner Treffer. So, das war's. Jetzt seid nur noch ihr dran da drüben. Ich komme nicht so weit. Und? Na also. Euch soll ich versenken? Na dann. Auch wenn ich euch sowieso irgendwie versenken soll, ich würde euch gerne looten. Wir versenken euch später. Ich hoffe, ich darf euch looten. Komm schon. Ja, wir dürfen euch entern. 10 von der gegnerischen Crew töten. Denn ich will mein Schiff noch einmal ausrüsten, beziehungsweise wieder reparieren. Das war nur einer. Kommt schon, Leute, zieht mich ran, sonst kann ich nicht schießen. Oh, ist schon besser. Ja, da... steht so blöd da. Am liebsten würde ich ihn da wegschießen von seinem hohen Kegel. Aber es geht so schlecht. Ups, das war ein Crewmitglied. Na gut, dann müssen wir doch kämpfen. Wisst ihr was? Da habe ich gar keinen Bock drauf. So. Crewmitglieder gestorben, aber dafür fehlt bloß noch ein einziger Bösewicht. So, dann wollen wir unser Schiff mal wieder aufbauen. Genau, ganz viel noch bekommen. Jackdaw reparieren. Reparieren. Und das andere Schiff wird dann versenkt. Und zu guter Letzt ist nur noch eines übrig. Vorsegel setzen! An die Stagen, fangt den Wind! Da vorne, das letzte englische Schiff. Da steht auch nicht drüber, dass ich es versenken soll. Doch, soll ich. Am liebsten würde ich es ja in die Flotte aufnehmen, aber... Scheiß drauf. So, Beute noch mitgenommen. Setzt jeden Zoll Segel. Mehr Segel, gebt mir mehr Segel. Und einmal drehen im Sturm. Segel einholen. Die Segel aufgabe.
Zieht sie ran mit aller Kraft. So, zieht sie ran. Ich gehe an die Drehbassen. Oh, das waren drei schon. Sehr gut. Vier. Fünf. Oh, acht. Das war super. Noch zweimal mit der Kanone und wir haben's. Eins und zwei. Oh, der ist noch nicht ganz tot. Gut, einmal nachladen. Und zack. Gut, geschafft. Gewonnen. Ah, so, das möchte ich in Edelsteine umsetzen. Oder unseren Ruf runterdrücken. Aber es geht nur, dass man die Jackdaw reparieren kann. Kann mir schon denken, warum. Aber 65 Metall, das ist gut. Das können wir wieder gebrauchen, um es in unser Schiff zu investieren. Sehr gut. Mission beendet. Marineauftrag 13, den Sturm überstehen. Erinnerungssynchronisation 100%. 1200 Reales bekommen. Öffnet die Hauptsegel. So, und jetzt heißt es, wohin? Zurück nach Hause? Huch, da hat's geknallt. Wo ist denn zu Hause? Nein, wir sollen ganz woanders hin. Aber wohin? Darunter. Gut, ist nicht allzu weit weg, aber ich möchte ungern am Fort vorbei. Wir müssen aber. Nun gut. Dann mal los. Durch den Sturm zum Fort. Das werden wir uns schnappen. In der Hoffnung, dass alles soweit klappt. Hübsche Schiffe da vorne unterwegs, die möchte ich allerdings nicht angreifen. Gibt nur Ärger. So, viel weiter südlich, ja. Wir müssen noch ein ganzes Stück fahren, am besten dem da hinterher. Steuerbord, Schiffswrack, Überlebender. Jo, ich hab dich. Alles gut. Crew plus eins. Wir müssen aufpassen, dass wir dem da nicht in die Quere kommen. Warnung, in Stürmen ist Reisegeschwindigkeit nicht möglich. So, und jetzt kommen wir in das Gebiet, das bisher noch nicht erkundet wurde. Und da irgendwo, mitten im Wasser, steht ein Fort und wartet nur darauf, erobert zu werden. Mit zwei Sternen, das dürfen wir nicht vergessen. Wir hatten ja damals das eine Fort da gesehen, das auch schon zwei Sterne hatte. Und da mussten wir vier Türme kaputt machen. Oder fünf. Bei dem anderen waren es ja bloß zwei. Das geht ja immer noch. Gibt's hier irgendwo? Ja, wir können bei der Insel dazwischen durch. So, go, go, go. Wir können uns den Ort ansehen. Das ist aber schön. Der Wind ist eine steife Brise, Captain. Oh-oh. Einmal bitte vor Anker gehen. Nee, du musst schon am Steuer bleiben, sonst bewegen sich die Schiffe nicht. Und die müssen erstmal aus unserem Radius raus. Aber die stehen da Wache. Das ist schlecht für uns. Dann müssen wir es eben anders machen. Voll drauf zu.